Moin, mein Name ist Ameisenwunder und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werde ich ein Paket öffnen, was heute aus Frankreich bei mir eingetroffen ist. In diesem Paket befinden sich zwei tolle neue Arten aus Asien, um genauer zu sein aus Thailand. Das Paket war leider über eine Woche lang unterwegs, deswegen könnte der Transport für die Ameisen sehr stressig gewesen sein. Ausgepolstert wurde das Paket mit Wolle und die Reagenzgläser waren sehr gut geschützt in einer Rohrisolierung. Ein Heatbag war nicht dabei, da der Verkäufer meint, die Erfahrung gemacht zu haben, dass wenn Pakete ohne Heatbag versendet werden, die Ameisen mit einer höheren Chance überleben. Für mich macht das auch ein wenig Sinn, denn Ameisen sind ja wechselwarme Tiere und bei kälteren Temperaturen gehen die Ameisen einfach in einen Ruhemodus, wo sie vom Transport nicht allzu viel miterleben und somit auch weniger gestresst werden. Als ich die Ameisen ausgepackt habe, waren sie auch noch in diesem Ruhemodus und haben sich deshalb rein gar nicht bewegt. Hier sieht man jetzt die erste Kolonie, und zwar ist es eine Mirana plus Bicolor Kolonie. Ich habe sie am Anfang für tot erklärt, da es wirklich genauso aussah, als würden sie nicht mehr leben, halt durch diesen Ruhemodus. Dann habe ich die zweite Kolonie ausgepackt und zum Vorschein tritt eine Kolonie der Art Acanthomyrmex thailandensis. Diese Art kommt, wie man es schon am Namen erkennen kann, aus Thailand. Sie haben ähnlich wie Phaidole sehr schöne Soldaten, diese sammeln und bearbeiten sowie Messor, Arten, Körner. Auch diese Kolonie habe ich am Anfang für tot erklärt. Hier sieht man jetzt die Meranthus bicolor Kolonie und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, wie einige Ameisen leicht mit ihren Beinen und Fühlern zucken. Das heißt, die sind noch nicht ganz tot. Ein wenig Hoffnung besteht halt noch. Das gleiche gilt für die Acanthomyrmex thailandensis. Einige Arbeiter bewegen sich gar nicht und manche zucken ein wenig. Nach mehreren Stunden habe ich nochmal bei den Kolonien reingeschaut und tatsächlich sind sie sozusagen wieder aufgetaut. So langsam bewegen sich die Arbeiter wieder, als wäre nichts passiert und den Königinnen geht es auch hervorragend. In dem Paket sollte eigentlich noch eine Kolonie der Adkrematogassa Biroi dabei sein, doch leider wurden diese nicht mitgeliefert. Ich bin dann mit dem Verkäufer in Kontakt getreten und der hat mir ein weiteres Paket gesendet. In diesem Paket waren drei Kolonien, Camponotus albus parsus, Meranippus bicolor und meine Favoriten, die inzuchtbetreibende Art Aphenogaster cordica. An sich könnte ich das Video jetzt schon beenden, aber eine kleine Sache möchte ich euch noch zeigen. Und zwar geht es um die Boxen, in der die Ameisen jetzt leben werden. Die Meranippus bicolor haben eine kleine weiße Kunststoffarena bekommen. In dieser Arena verwende ich als Bodengrund trockenen Kokoshumus. Natürlich ist das nicht die finale Arena der Kolonie. Im Laufe der nächsten Monate bekommt diese Art ein schönes Tropenbecken. Die Arena der Acanthomyrmex thailandensis ist auch ziemlich simpel eingerichtet. In der Arena ist eine Sand-Lehm-Mischung und auch nicht mehr. Auch diese Art wird bald in den nächsten Monaten eine sehr schöne Arena bekommen. Als kleine Stärkung habe ich den beiden Kolonien jetzt noch Invertzucker und Heimchen angeboten. Zusätzlich haben die Acanthomyrmex thailandensis noch Körner bekommen. Diese werden zu dem bekannten Ameisenbrot verarbeitet. Dies konnte ich leider bei meiner Kolonie noch nicht beobachten, wahrscheinlich wird das erst später passieren, wenn die Kolonie ein wenig größer ist. Das war's jetzt auch schon mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne meinen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Ameisenwunder.